Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Drakensang am Fluss der Zeit. Ja, wir erwehren uns gerade gegen ein paar heranstürmenden Skelette, die aus diesen Finsterdämonen-Statuen-Pools da gekommen sind. Ich hoffe, das ist keine immer wiederkehrende Truppe. So wie zum Beispiel bei Paparazzi, die Ratten, die er gerufen hatte, die waren ja auch unendlich viele. Und wenn ja, hoffentlich erkenne ich recht schnell, was ich dagegen tun kann, dass sie wiederkehren. Ja. Aber als erstes kriegt der Feind Dauerfeuer von dir und mächtig Hiebe von ihm. Und er wirft jetzt mal wieder einen Stern, einfach mal fürs gute Gefühl. Und der Blitz schicke ich schon in die zweite Reihe, weil der erste wird was sehr wahrscheinlich schon fallen. Ja, okay. So weit, so gut. Also, Venta braucht demnächst einen Heiltrank. Dann haben wir ja Gott sei Dank schon wieder ein paar, weil wir gut getauscht haben. Da kommt der nächste. Also, sieht so aus, als kämen die immer wieder. Also, mit dem Pulk nach vorne. Super. Weiter nach vorne. Und auf ihn einschlagen. Ich glaube, ich muss den Pool selber zerstören. Ja? So, Fyris, du kümmerst dich bitte um die Störenfriede. Mhm. Vorgrim. Du bist ja dabei, das Zeug abzuwehren. Sie fühlen sich falsch an. Ich glaube, sie sind der Ursprung der Albträume. Zerstören wir sie. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Und von daher, die Frage ist natürlich jetzt, ach, nur 500 Lebenspunkte. Vorgrim, mach du das. Mit dem einen oder anderen Blitz kann ich die Skelette kurzerhand abwehren. Aber das ist sowas, wo man sagen kann, ach, hier verdiene ich mir meine Erfahrungspunkte. Denn die... Ach, die hat keine Pfeile mehr. Könnte sich ruhig lautstark melden. Da mir jetzt aber die guten Pfeile fehlen, also die sinnvollen Pfeile, werde ich jetzt mit Gift auf Skelette ballern. Venta trinkt nochmal schnell einen Heiltrank. Und als nächstes versuchst du da mal mit drauf zu hauen. Das da muss ein bisschen schneller gehen. Und des Weiteren blitz mal bitte einen von den Skeletten weg. Die sich um uns versammeln und uns da richtig Ärger machen, das brauchen wir wirklich nicht. Ja, komm, Venta. Was? War das jetzt Magie oder war das keine Magie? Komm, schieß ihn. Das ist Magie. So, noch mal einen Trank trinken. Die hilf ihm mal. Ja. Du hilf ihm. Weiche. Alle auf den Magier. Scheint ja mittlerweile die Statue niedergemacht zu haben. So, und jetzt
Feuer frei. Das war easy. Wo die ganzen Gegner verschwinden. Nachdem man sie besiegt hat, fallen sie auseinander und kommen dann wieder aus dem Pool heraus. Okay. Ja. Angreifen, Zauber. Noch ein Blitz. Eine große Statue. Das funktioniert alles nicht mehr. Einfach mal hier Heilung. Balsam Salabunde. Bestens. Archon Megalon. Dieser Unhold. Haben wir doch seinen Test bestanden. Werden wir jetzt aber erstmal nochmal vorbereiten. Nicht, dass er auf die Idee kommt, uns eine auf die Mütze zu geben. Attributo habilis. Ich traue dem ja nicht. So. Höchst imposant, wie sich der Einfluss der dämonoiden Manifestationen auf die Angstrezeption auswirkte, nicht wahr? Fast alle denkenden Wesen in der Region waren betroffen. Habt ihr den schwarzen Amazonen weiß gemacht, sie würden hier unten ihre dunkle Göttin finden? Die angeblich so furchtlosen Damen wurden lediglich Opfer ihrer eigenen Gier und Verblendung. Mein Beitrag war gerecht. Die verblendeten Kriegerinnen haben die Elfenwachen kaltblütig ermordet. Nun sind sie selbst tot. Nach dem Scheitern von Versuchsgruppe 1 werde ich mit Interesse eure Konfrontation mit dem Dämon verfolgen. Und natürlich die Entscheidung, die ihr bezüglich der Siegelsteine treffen werdet. Ihr könnt mich verfolgen, so viel ihr wollt, solange ihr mich nicht vom Heilmittel für meinen Freund abhaltet. Ich werde euch sogar helfen, eure Schritte recht zu lenken. Das Heilmittel, welches ihr sucht, hat sein ehemaliger Besitzer wohlweislich an einem Ort verborgen, der nicht ohne weiteres zugänglich ist. Es befindet sich in der Halle der Anrufung unterhalb des Beschwörungskreises. Allerdings müsst ihr das Pentagramm aktivieren, um an das Theriak zu gelangen. Dies wiederum wird den Dämon herbeizwingen. Ich werde das Biest schon besiegen. Nun haltet mich nicht länger auf. Ja, die Zuversicht hätte ich gerne. Allerdings haben wir ein paar Stufenaufstiege. Und für mich bedeutet das Risikominimierung, wenn wir die Stufenaufstiege tatsächlich durchführen. Erstmal wollen wir unsere Fertigkeiten verbessern, unsere Zauber. Ich weiß nicht, ob ich ein Schild wirklich brauche. Das da klingt interessant, habe ich aber noch nie eingesetzt. Jedenfalls nicht sinnvoll.
Zwergennase ist gut. Pflanzenkunde. Magiekunde. Haben wir noch ganz viele Punkte übrig. Was konnte Leib des Erzes denn eigentlich nochmal? Ach, niederwerfen, das Meh. Jetzt nicht. Schutz der Erde. Okay, eine relativ große Auswahl an Resistenzen. Okay, Fertigkeiten habe ich auch gelernt, dann lassen wir das mal so. Was? Hat auch Stufe 7 erreicht. Deine Aufgaben sind Fallen entschärfen, Schlösser knacken, Menschenkenntnis überreden, Taschendiebstahl und Gassenwissen und Feilschen, wenn es denn dazu kommt. Dazu darfst du mit deiner Fechtwaffe besser werden. Und da kannst du richtig ordentlich viel besser werden. Das ist so auch sehr gut. Perfekt. Was? Vorgrim. Du wirst mit deiner Hiebwaffe besser. Und am besten auch ein bisschen mehr Selbstbeherrschung. Alchemie und Schmieden sind dein Handwerk. Perfekt. Dann werde ich später mal gucken, ob wir dir noch ein paar Lebenspunkte dazu münzen. Ja. Vorerst wird das ohne gehen. Bogenbau. Was nehmen wir denn noch dazu? Okay. Bogenschießen. Wichtig, wichtig, wichtig. Und deine Zauber, Armatrutz, Attributo und Falkenauge. Balsam und Clarum Purum. Nehmen wir auch alle mit. So, höhere Wirkung der Zauber kann ich nicht einstellen. Gehen wir mal rein. Oder näher. Ich hoffe, ich sehe das Pentagramm, bevor ich da irgendwie auf den Feind stoße. Ich mich ja liebend gern noch ein bisschen. Ah, okay. Bis dahin kommen wir auf jeden Fall da vorne hin. Schließlich müssen wir das Pentagramm aktivieren, um den Dämon zu rufen. Alte Tür. Das heißt, wir werden bis zur alten Tür laufen können, oder? Ah, okay. Gut, egal wie. Wir werden jetzt unsere Fertigkeiten noch ein bisschen oder Fähigkeiten noch ein bisschen aufstocken, aufbessern. Attributo habilis. Attributo habilis. Attributo habilis. Und hinein. Alle. Ah, da. Ja. Yeah. Ich erwarte ja jetzt momentan schon überall, dass da irgendwelche Monsterhorden auf uns zu schwadronieren und uns niedermachen wollen. Aber vielleicht bin ich ja auch ein bisschen überängstlich. Oh, Lesewerk. Anweisung zur Erforschung der Siegel. Wir wollen uns nicht zufrieden geben mit der Art und weil Art, in welcher das dämonische Wesen uns in der dritten Sphäre begegnet. Denn so wir es rufen,
entspringe es seiner Form in unserem Geiste. Mit den Fähigkeiten, die wir für es erdenken und ihm anbefehlen. Okay? Über was wir Kontrolle erlangen, soll uns keine Kraft entziehen, sodass es nicht Kontrolle über uns erlange. So streben wir permanent zu binden, was uns dienen soll. Okay, das ist also schon ein bisschen abgefahren. Wir wollen nämlich den Dämon ewig binden und immer seine Kräfte in Anspruch nehmen können. Finde ich bedenklich. Aber gut. Wir müssen kennen, was wir beherrschen und uns schützen vor Macht, die unsere eigene übersteigt, sodass sich nichts gegen uns wende. Von jeder Macht, welche wir einen Dämon verleihen, muss zuvor sichergestellt sein, dass wir sie mögen unterdrücken mit einer permanenten magischen Installation. Nach derzeitigem Stand der Forschung unserer Gemeinschaft ist der Dämon innerhalb des Bannkreises zu belassen, um ihn mit Hilfe von Dero 5 Siegelsteinen schwächen zu können. Längerfristig ist Ziel der Forschung, die arkanen Siegel der Form einer magischen Fessel anzubringen, um den kontrollierten Wirkungsgrad des Dämons zu erhöhen und für dahin die Erschaffung weiterer Siegel. Zu diesem Zweck sei die Forschung an den Siegelsteinen in gesonderten Laboratorien in den Nebenräumen unserer Forschungsebene fortzusetzen und, wenn erforderlich, durch entsprechende Schutzmaßnahmen verschlossen zu halten. Alles klar. Steine sind versteckt, Steine sind 5 an der Zahl und alles in allem müssen wir... Ich habe gerade ich weiß nicht. Da, der hat auch wieder aufgeblinkt. Ist das ein Programmierfehler? Oder greifen mich diese Gargoyles gleich an? Ja, das ist die Frage. Wüsste ich gerne. Nein. Dürft doch nicht zulassen, dass Feiris mit dem Bogen durch die Gegend ballert, um irgendwelche Vasen abzuschießen. Aber dass sie das nicht selber weiß, dass sie mit dem Bogen nicht auf Vasen ballern soll. Da, der hat schon wieder geblinkt. Es war ja fast klar. Gut, schön draufhauen und nicht einkreisen lassen, Leute. Blitzen. Ja. Und hier auch nochmal. Grimm? Da muss mehr kommen vor Grimm. So, dann blitzen wir den nochmal. Vor Grimm. Okay. Na endlich. Also so stark können die gar nicht sein, wenn die nur 2 Erfahrungspunkte bringen. Na kommt schon.
Die haben einen recht guten Schutz. Gut, sind aus Stein, klar. Aber das fällt ungemein auf. Und die ganzen Gargoyles werden zu Sandstein verarbeitet. Wir haben eine magische Waffe gefunden. Das ist doch schon mal schön, oder? Also, ja. die Viecher hier, die sind auf jeden Fall von der Zahl her überschaubar. Da sitzt noch einer drauf. Ich muss warten, bis die runterkommen, bevor ich sie bekämpfen kann. Da sind wahrscheinlich auch noch welche. Ja, die kommen jetzt. Nein. Nicht. Ja, die hüpfen gleich runter. Ja, da sind sie schon. Okay. Hopp, einmal angreifen. Borgrim, bitte auch den Feind angreifen. So, blitzen. Erster besiegt. Die scheinen stärker zu sein. Ja. Angriff! Ihn hier. Ihr anderen wehrt euch mal ein bisschen. Bis der Vorgrim hier sich mal durchgehackt hat und anfängt alle zu retten. Ja. Bei Angriff! Oh, das war wieder einer. Kannst du ihn hauen und ihn? Ja. Und du gib mal Doppelfeuer, während du hier gezielt jemanden anpiekst. Herr Vorgrim steckt jetzt hier wieder richtig ein. Sie kann den Doppelschuss nicht, er kann dieses Pieksen nochmal probieren. Wieder einer weg. Ah, Vorgrim, Schlag, jetzt kannst du ja wieder. Sehr schön. Enter, da ist der Blitz. Vorgrim, nächster Schlag. Hierhin. Ah, also. Es läuft ja schon. Wunderbar. Venta. Bitte, bitte. Einmal eins einsammeln. Nochmal eine magische Hiebwaffe. Die kriegt... Ja, jetzt wäre so eine Werkstatt vielleicht mal ganz schön, wo man die Dinger, die gefundenen Ressourcen zu brauchbaren Gegenständen zusammenbauen kann. Pfeile, Bögen, Diebwaffen, Schilde, Rüstungen, möglicherweise auch die ein oder andere Falle. Ja, wir können auch Fallen bauen. Ich könnte es vielleicht auch irgendwann mal legen. Aber es bietet sich nicht so häufig an. Ich sag, oh, da den lock ich raus. So, und da sind wieder welche von diesen Gargoyles.
oder Wasserspeier. Eins zu null für uns. So. Ja. Na? Den zweiten haben wir auch schon. Perfekt. Komm schon. Dann greifen wir ihn an. Vorgrim, du greifst ihn an. Feiris. Ja? Will ich hier mitmachen? Ah, ich würde mich gerade gucken, ob die noch Pfeile hat. Also die müsste ja eigentlich noch Pfeile haben. Aber anders gesagt, der hat keinen Bock zu schießen gehabt. Gewundert. Guano. Rückzug. Ach, schade. Hat es nicht ganz weggeschafft. Na? Orgrim, töte ihn. Feiris, töte ihn. Ach komm, Vorgrim, du musst auch schon treffen. Dafür hast du ja die ganze Zeit geübt. Na also. Ja? So. Noch einmal den Koano zusammenflicken. Venta kann schon mal anfangen, Ressourcen zu sammeln. Das mache ich wieder anders. Ich werde jetzt erstmal hier das Inventar wieder ein bisschen auflockern und aufräumen. Schwerter schleppt er. Fell, Kohle, Leder. Alles Utensilien, die du hier jetzt nicht brauchst. Säbel, Rüstung, Silberkette, Silberring. Okay, du hast jetzt wieder Platz, jetzt kannst du wieder Steine sammeln. Sehr schön. Noch eine Keule dazu. Kann ich irgendwann mal identifizieren, hoffentlich bringen die was. Hoffentlich schleppe ich da nicht irgendwelchen Mist mit mir rum. Wird sich zeigen. Sehr schön. Ja. So, noch einmal Falle entschärfen. Und dann gucken wir mal. Saal der Zusammenkunft. Saal der Zusammenkunft. Also, hier werden wir wieder linke Hand an die Wand Prinzip verwenden, werden wir dann hier unten langlaufen. Kurzerhand müssten wir dann da lang. Irgendwo. Und ich vermute, ja, da ist auch schon der Durchgang nach irgendwo. Oh! Unschön. Ja. Da müssen wir mal ordentlich Feuer geben. So. Weiche. Spinne. Ja. Auch auf die Spinne. Auch auf die Spinne. Und zu viele Beine. Da wird wohl eher das da ziehen. Ja.
Ich mag Spinnen ja grundsätzlich nicht, weil sie haben immer so die potenzielle Möglichkeit, jemanden zu vergiften. Das ging aber gut. Einmal schnell alle Ressourcen rausgehauen, regenerieren und dann... Ja, für diese Seidendrüsen kriegen wir ja dann in der Stadt, also nee, nicht in der Stadt, aber auf dem Elfenbaum, Einbeerensäfte, die tauschen das mit uns. Das ist nicht schlecht. Das ist zumindest mal ein Anfang. Noch eine Falle. Die ist größer. Das ist nicht schön. Volgrim, das wird deine Arbeit sein. Bei Angriff start! Hier ein andere Richtung Stern und du ein Blitz. 100 Lebenspunkte, alles machbar. Die Schläge müssen halt aber auch treffen. Und die Zauber. Ja. Weiche! Und das Anpieksen hoffentlich auch. So. Los, Kuano. Stich, Stich. Das sieht nicht so gut aus. unser guter Venta ist schon zu Boden gegangen. Wow. So, Volgrim. Mächtiger Schlag. Perfekt. Ja, das war gar nicht so einfach. Was? Verbinde doch mal wieder unseren Venta. Den müssen wir irgendwann mal eine gute Rüstung anschaffen oder so. Der lässt sich ja von allem zerfetzen. Oh Mann. Hätte schief gehen können, weil dieses Vergiften und Niederwerfen, was die große Spinne hier drauf hatte, das... Mit etwas Pech hätte das immer und immer wieder machen können. So dass wir am Schluss dann eigentlich keine Möglichkeit gehabt hätten, ja, uns aus dem Kampf wieder zurückzuziehen oder irgendwie zum Schlag zu kommen. Hier scheint ein Siegel zu sein. Und ein Pilz, sogar zwei. Und mehr. So. Was es jetzt aber mit diesem Siegel auf sich hat, oder dem Siegel der Präsenz, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.